Als allererstes zeigen wir dir, wie du aus nur zwei Zutaten dein eigenes leckeres Eis machen kannst. Du brauchst für eine gute Portion zwei Bananen, die du klein schneidest und anschließend für 1 bis 2 Stunden in den Tiefkühler tust. Wenn die Bananen gefroren sind, kannst du sie in den Mixer geben und gut durchmixen. Wenn du das gemacht hast, brauchst du noch einen Snack deiner Wahl. Wir haben das Ganze mal mit Pickups, Nutella und Oreos probiert. Alle drei Sorten waren am Ende sehr lecker und nur zu empfehlen. Seid aber ruhig experimentierfreudig und probiert auch mal was anderes aus. Die fertige Masse kommt dann in eine Form. Wir haben einfach eine Schüssel genommen und diese für weitere 3 bis 4 Stunden in den Tiefkühler getan. Fertig ist das selbstgemachte Bananeneis aus nur 2 Zutaten. Du willst dir ein fruchtiges Eis am Stiel machen? Dann besorg dir ein paar Früchte und Beeren und fülle sie in einen Behälter. Wir haben dazu einfach eine Form für Eis am Stiel gekauft. Den Link dazu haben wir dir in die Videobeschreibung gepackt. Dazu kommt noch ein Getränk deiner Wahl, zum Beispiel O-Saft oder Wasser mit Zitrone. Ich sag dir eins, das Eis war wirklich super lecker. Und wir kommen zum nächsten Eis. Auch hier benötigst du wieder eine Banane, Alufolie, damit du nichts dreckig machst, Schokosoße, ein Snack deiner Wahl. Wir haben einfach bunte Streusel und kleingemachte M&Ms benutzt und Stäbchen. Wenn du das alles hast, musst du die Bananen nur noch mit den Stäbchen aufspießen, mit der Schokosoße ummanteln und deinen Snack raufstreuseln. Das Ganze kommt dann wieder für ein paar Stunden in den Tiefkühler und fertig ist dein selbstgemachtes und super leckeres Bananeneis am Stiel. Für das nächste Eis schnappst du dir wieder ein paar Früchte und Beeren und mixt diese separat voneinander durch, bis eine gut durchpürierte Masse entsteht. Wir haben das Ganze mal mit Kiwis, Erdbeeren, Bananen, Himbeeren und einer Mango ausprobiert. Aber auch hier sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Probier also auch mal was anderes aus. Die einzelnen Früchtepürees füllst du dann in unterschiedlichen Schichten in deine Form fürs Stieleis. Und schon hast du super leckeres und vor allem echt gesundes Früchteeis am Stiel, was auch noch ziemlich cool aussieht. Wenn dir das Video gefallen hat, teile es gerne mit deinen Freunden und zeige ihnen, wie einfach man Eis selbst machen kann. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, ciao!